Hey! Seit kurzem gibt es eine neue Questreihe im Spiel, die es Draenei-Spielern ermöglicht, sich den sogenannten Eredar-Skin für ihre Rasse freizuschalten. Zusätzlich zu dieser neuen Questreihe existiert ebenfalls ein NPC, bei dem ihr völlig unabhängig von der Rasse oder Fraktion neue Transmog-Vorlagen und einen Ruhestein erwerben könnt, im Austausch gegen Handwerksmaterialien, die ihr spezifisch auf Argus findet. Ihr benötigt neben einer Unmenge an Imperium ebenfalls Edelsteine wie Argolith, Olivin oder das Leder, das ihr nur auf Argus finden könnt, infernalisches Leder. Während manche Materialien im Preis relativ stagnieren, ist Imperium, das Erz aus Argus, doch verhältnismäßig im Preis gestiegen. Daher möchte ich euch heute die meiner Meinung nach beste Möglichkeit vorstellen, wie ihr am einfachsten an das Erz herankommen könnt. Begebt euch in die Antorische Ödnis. In der Mitte des Gebiets findet ihr einen riesigen Graben, an dessen Ende sich der Eingang zum Antorus Raid befindet. Dieser Graben ist gefüllt mit Basilisken, die ihr beim heutigen Item-Level einfach mit einem Angriff ausschalten könnt. Diese Gegner könnt ihr dann mit Bergbau nach dem Erlegen abbauen und erhaltet dafür Imperium-Erze. Bedenkt bitte, dass wir in Legion ein anderes Sammelsystem hatten und ihr euch erst die Ränge der jeweiligen Erze erfarmen müsst. Wenn ihr also noch keinen Rang auf Imperium habt, werdet ihr hier weniger Erze erhalten, als wenn ihr mit Stufe 3 farmt. Auf Stufe 3 erhaltet ihr hier zwischen 4 und 6 Erzen pro getötetem Gegner. Schaut bei eurem Farm auch in den angrenzenden Höhlen vorbei, da ihr hier mit etwas Glück ebenfalls Vorkommen und Flöze finden könnt. Farmt den Graben in einer großen Runde ab und versucht dabei von Steinplattform zu Steinplattform zu springen oder heilt euch zwischendurch selbst. Die grüne Suppe, in der ihr lauft, tut auf lange Zeit doch ein wenig weh. Je nach Spieleraufkommen und Respawn der Gegner könnt ihr hier am besten Imperium farmen. Für eine Runde ohne große Konkurrenz erhaltet ihr hier in nicht einmal einer halben Stunde rund um die 400 Imperium-Erze. Nun denn, so viel von mir. Ich möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.